Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreunde, liebe Kameraden und Mitstreiter. Als wir, Generalleutnant außer Dienst Manfred Graetz und ich, Ende Januar diesen Jahres unsere Proteste gegen die geplanten Panzerlieferungen von Leopard 2 durch Deutschland an die Ukraine der Öffentlichkeit übergaben, geschah dies aus tiefer Sorge um eine mögliche Ausbreitung des Krieges auf Europa und Deutschland und mit Entrüstung über die immer offensichtlich werdende Absicht, Russland zu zerstören, zu ruinieren und damit alle Wege zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes in Europa und der Welt zu verhindern. Wohl wissend um die Ursachen und Gründe dieser militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Dass dieser Protest dann solch eine Zustimmung und Ausweitung auch international erhielt, hatten wir zuerst nicht erwartet, aber dann doch erhofft. Deshalb freuen wir uns auch sehr, hier und heute viele hoch angesehene und bekannte Persönlichkeiten begrüßen zu können, die unserem Anliegen und unserem Protest neue Impulse verleihen werden. Diese große Resonanz wurde aber vor allem auch möglich, weil viele sich dieses Protestes annahmen und ihn unterstützten. Deshalb möchten wir zu Beginn denen danken, die sich dafür besonders stark einsetzten. Das sind unsere Freunde Rainer Rupp und Joachim Bonatz vom Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden, sowie all den anderen, die mithalfen, unsere Stimme gegen Kriegsgefahr und für den Frieden zu verbreiten. Deshalb möchten wir unser Anliegen noch einmal bekräftigen. In der großen Gefahr, in der wir uns und die Völker Europas aktuell befinden, haben wir keine Zeit mehr, uns über parteipolitische Differenzen und unterschiedliche gesellschaftspolitische Orientierungen zu streiten. In dieser Situation sollten wir uns auf das konzentrieren, was uns eint. Nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland wird es Frieden in Europa geben. Das ist jetzt ein Gebot der Vernunft. Das ist jetzt ein Gebot der Vernunft und die Voraussetzung dafür, dass unser Land, unsere Wirtschaft, die Zukunft unserer Kinder und Enkel nicht in Interessen einer Politik westlicher, regelbasierter Ordnung zum Opfer fällt. Die Russland zerstören und China ebenfalls in einen Krieg hineinziehen will. Es ist deshalb notwendig, dass wir laut und deutlich sagen, wo die Ursachen und Gründe für diese Politik des Krieges liegen. Ja, wir stimmen da sogar dem deutschen Kanzler zu. Mit der Pistole an der Stirn oder vor allem mit der Schlinge um den Hals kann es keinen Frieden geben. Nur müssen wir klar benennen, wer denn wem die Pistole an die Stirn und die Schlinge um den Hals legt. Nicht Russland hat seine Truppen an den Grenzen der USA und in Europa. Nicht China rüstet militärische Stützpunkte an den Stränden der USA auf, sondern die USA und die NATO stehen mit ihrer militärischen Macht an den Grenzen Russlands, rüsten Taiwan gegen China auf und gefährden somit die Sicherheit Russlands und Chinas. Zusätzlich werden mit immer mehr Sanktionen ein Wirtschafts- und Finanzkrieg gegen Russland und China entfacht. Immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine sowie die Sanktionen gegen Russland schlagen doch nur auf Deutschland und Europa zurück, zerstören damit auch die eigene Wirtschaft. Wer immer mehr aufrüstet, dafür Unsummen an Geldern dafür verschwendet, hat weniger übrig für das eigene Volk. Die Gewinner sind die Konzerne, allen voran die Rüstungsindustrie. Und hier in erster Linie natürlich die amerikanischen. Sie haben das größte Interesse an der Verlängerung eines Krieges. Und das würde und wird schon immer mit fremden Händen, also mit Willigen, die für die USA die Arbeit machen, verwirklicht. Dort liegen die Ursachen für den Krieg heute in der Ukraine, einem Stellvertreterkrieg für die Interessen der USA. Deshalb dürfen deutsche Panzer mit dem Balkenkreuz eingedenk deutscher Geschichte nie wieder gegen Russland rollen, um den Krieg zu verlängern.
Diese Fakten will man nicht hören. Das muss alles verschleiert und dem Volk als Friedenspolitik verkauft werden. Auch das Verschweigen von Fakten und Tatsachen sind Lügen und führen zur Unglaubwürdigkeit. Mit dieser Doppelmoral und den Doppelstandards bei der Beurteilung, zum Beispiel der vielen Kriege der USA und ihrer Willigen in den letzten 20 Jahren, der NATO-Osterweiterung, vor allem aber der Vorgeschichte des Ukraine-Krieges durch die Staaten der regelbasierten unipolaren Weltordnung und mit einer Hasspropaganda, die an unselige Zeiten deutsche Politik erinnert, wird Krieg vorbereitet. Was soll das Geschwätz von Politikern und sogenannten Experten eingehend der verstärkten Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine, ob wir schon Kriegspartei sind oder nicht? Will man hier ausloten, wie weit man noch gehen kann? Nein. Es ist eindeutig, wir sind mittendrin als Kriegspartei und damit ist Deutschland und die Europäische Union mitschuldig an der Vergrößerung der Kriegsgefahr für Europa. Warum sind westliche Regierungen in Europa nicht gewillt, auf Meinungen erfahrener Militärs, der eigenen Militärs, wie die Generale Kujat, Fat, Schulze-Ronow und viele andere zu hören, die sehr wohl analysieren und beurteilen können, wohin solch eine Politik führt? Ist es da nicht verständlich, dass Zorn und Wut hochkommen, wenn alles einseitig beurteilt wird und nur Russland und sein Präsident als die Alleinschuldigen verurteilt werden? Wer all diese Vorgänge nicht wahrhaben will, die Interessen und die Sicherheit Russlands als legitime Forderung heute verneint, der will keinen Frieden. Der will den Krieg verlängern und vergrößern, letztlich auch zum Schaden der Ukraine. Wehren wir uns dagegen, dass Russland immer mehr zum Feind des deutschen Volkes aufgebaut wird und damit all das zerstört wird, was einmal wichtig war in den freundschaftlichen Beziehungen zu Russland. Wenn Deutschland und Russland wieder friedlich in gut nachbarlicher Zusammenarbeit miteinander leben, wird amerikanische Kriegspolitik in Europa unwirksam. Nur dann wird es Frieden in Europa geben und wird die Kriegsgefahr gebannt sein. Warten wir nicht darauf, dass von den heutigen führenden deutschen Politikern irgendjemand den Willen und den Mut aufbringen wird, sich gegen diese Kriegspolitik zu stellen. Das Gegenteil ist der Fall, erleben wir jeden Tag. Deshalb dürfen wir nicht mehr schweigen, müssen mit allen friedliebenden Menschen, mit unseren Stimmen und unserem Tun helfen, damit Deutschland rauskommt aus dieser Kriegsspirale und wieder gut nachbarliche Beziehungen mit Russland aufnimmt. Protestieren wir gegen die Maßnahmen, die zur Verlängerung des Krieges in der Ukraine führen. Verhindern wir das Kriegsgeschrei. Verhindern wir aber auch, dass in Deutschland wieder Menschen, die ihre Stimme erheben für den Frieden und gegen jeden Krieg, unterdrückt, bedroht und eingesperrt werden. Deshalb ist es eingedenk der neuesten Entwicklung geboten, dass wir über alle parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Differenzen hinweg eine Brücke schlagen und gemeinsam aufstehen, gemeinsam auf die Straßen gehen und immer wieder Frieden mit Russland und mit China fordern. Schicken wir von unserer heutigen Podiumsdiskussion neue Impulse zur Verstärkung unserer Proteste. Warten wir nicht ab, bis es wieder zu spät ist. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und also sei mir noch gestattet, mein Lied vom Frieden zu singen. Ich glaube, es passt zur Überschrift. Es ist schon tausendfach gesungen und von der ganzen Welt gehört. Und von den Alten an die Jungen hat sich mit ihnen neu empört. So viele Reime sind gelungen in
starker Bund der Harmonien, noch immer viel zu früh verklungen, die großen Friedensmelodien. Kann uns ein Lied noch Frieden lehren, lehrt man nicht täglich uns den Krieg, uns zu behaupten, zu bewähren, man setzt sich durch, man setzt auf Sieg. Als wenn nicht weniger oft mehr, als gäbe es kein Hand in Hand, als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt, als hätten wir uns nie erkannt, als hätten wir uns nie erkannt. Als ob wir es nicht besser wüssten, was uns zusammenbringen kann, worauf wir öfter hören müssten, man kann ihn brechen, diesen Bann. Die Programmierung aufgehoben, die alten Muster überdacht, die kalten Krieger weg da oben, nur Friedenskanzler an die Macht. Lernt aus den Liedern von John Lennon, lernt von Mandelas sanftem Blick, lernt aus den Häusern, die noch brennen, lernt von den Träumern, lernt vom Glück. Als wär nicht weniger oft mehr, als gäbe es kein Hand in Hand, als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt, als wär nicht weniger oft mehr, als gäbe es kein Hand in Hand, als wären schon alle Blicke leer, als hätten wir uns nie erkannt, als hätten wir uns nie erkannt. Als hätten wir uns nie erkannt. Oder würden wir jetzt nicht zusammen hier sitzen? Dankeschön. Verehrte Anwesende, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich möchte kurz zu Beginn alle noch mal ganz herzlich willkommen heißen im Auftrag des Präsidiums des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden. Das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden nimmt die Briefe der beiden Generale, wo wir heute ja schon die Rede gehört haben, von Manfred Graetz und Sebald Daum zum Anlass, um weit über den eigenen Kreis der Standpunkte zu den einen Fragen. Frieden mit Russland, Dialog statt Waffen, Friedensinitiative überparteilich, nur so ist ein Überleben gegeben, Raum zu bieten. Unsere Veranstaltung grenzt sich nicht
von den anderen aktuell so wichtigen Veranstaltungen ab, ist jedoch getragen durch kompetente Gesprächspartner, Zeitzeugen, Betroffene der Eskalationspolitik und Erfahrungsträger. Ich wünsche unserer Veranstaltung einen guten Verlauf mit dem Ziel, einen kleinen Beitrag im Kampf für den Frieden zu leisten und Anregung zu geben, im Friedenskampf nicht nachzulassen, sondern die Kräfte zu vervielfachen. Ich habe das nur kurz und wünsche also allen einen guten Verlauf. Verehrte Anwesende, liebe Friedensfreunde, wir haben heute uns hier getroffen, um den Frieden das Wort zu reden. Ich glaube, General A.D. Sewald Daum hat gerade in seinen Ausführungen den Ernst der Lage noch mal ganz deutlich umrissen. Die Wortmeldungen von ihm und auch von Generalleutnant A.D. Manfred Kretz haben auch sehr emotional geprägt auf wichtige Meilensteine der deutschen und europäischen Geschichte aufmerksam gemacht. Ihre Aufrufe, dass die Stimmen der Vernunft Oberhand gewinnen müssen, verhallen also nicht ungehört, zumindest bei jenen, denen der Frieden am Herzen liegt. In unserem Verband zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR haben sie ein breites Echo und eine einhellige Unterstützung erfahren. Gleiches gilt auch für andere mit uns befreundeten Organisationen. Unsere Webseite des Verbandes quillt förmlich über voll Zustimmung zu diesen Ausführungen beider Genossen. Ich möchte mich auch bei beiden an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Aktivität bedanken. Es wurde bereits gesagt, stabiler Frieden in Europa ist nur mit, aber nicht gegen Russland zu erreichen. Keine Waffenlieferungen mehr und sofort die Friedensverhandlungen sind das Gebot der Stunde. Man darf aber an dem Friedenswillen der NATO getrost zweifeln. Wer also einen Haftbefehl erlässt gegen den russischen Präsidenten, war ganz pauschal gesagt, es ist ja eigentlich ein politischer Witz. Aber wer sowas unternimmt, der will keinen Frieden, der will auch nicht verhandeln. Und ich glaube, auch das ist in der Ausführung vom Genossen Daum deutlich geworden, das ist ein Beispiel der Doppelmoral, die an sich nicht zu überbieten ist. Liebe Friedensfreunde, ich möchte auch mal ganz in einer persönlichen Sorge Ausdruck verleihen. Jedes Mal, wenn ich durch unsere Regierenden in Deutschland und der EU zu hören bekomme, dass in der Ukraine unsere Demokratie verteidigt wird, da packt mich das blanke Entsetzen. In meiner ursprünglichen Variante hatte ich es noch ein bisschen deutlicher formuliert. Der Hass auf Russland vernebelt offensichtlich einen klaren Blick auf das Regime in Kiew. Für mich trägt es offen faschistoide Züge. Dafür gibt es für die, die es wissen wollen, ganz klare Indizien. Den hier versammelten Personenkreis muss ich sicherlich nicht die Beispiele aufzählen. Allein die Tatsache, dass ein Bandera Nationalheld ist, Straßen und Plätze nach ihm benannt werden, spricht an sich Bände. Da brauchen wir keine weiteren Beispiele nennen. Liebe Friedensfreunde, trotz dieser angespannten gegenwärtigen internationalen Lage und der damit verbundenen extremen Kriegsgefahr sehe ich trotzdem mit einem gewissen Optimismus in die Zukunft. Dieser Optimismus speist sich aus der Erkenntnis, dass sich die Welt in einem Veränderungsprozess befindet. Die amerikanische Vorherrschaft, gegründet auf Waffen, Geheimdienst und Dollar, gerät ins Wanken. Staaten des globalen Südens und auch Asiens lassen sich immer weniger instrumentalisieren. Die Reisetätigkeit unseres Bundeskanzlers nach Südamerika, Südafrika, Indien sind dafür beredte Beispiele. Wenn man es vorsichtig formulieren will, könnte man das bei den Begriff Ohrfeige durch Abfuhr ersetzen, aber im Grunde genommen ist es so gewesen. Aufgabe einer geschlossenen Friedensbewegung muss es sein, die Hasardeure dieser Welt aufzuhalten und einen großen und wahrscheinlich letzten Krieg zu verhindern. Eine letzte Bemerkung aus meinem persönlichen Freundeskreis. Ich habe also aufgrund meines Studiums in der Sowjetunion noch viele Freunde aus den 70er und 80er Jahren. Einige von denen leben auf der Krim, ein Ehepaar. Wir skypen oder haben ab und zu mal geskypt, um uns zu unterhalten. Und als die Militäroperation begann, haben wir uns dann, meine Frau und ich, erkundigt, wie es ihnen geht. Die Antwort war, uns geht es gut,
Europa ist 8 Jahre blind und taub gewesen, was den Krieg im Donbass angeht. Auch dort sind Frauen und Kinder gestorben. Wir stehen fest an der Seite unseres Präsidenten. So viel diese ganz persönlichen Worte. Ich wünsche uns im Friedenskampf viel Erfolg. Das, was wir hier begonnen haben oder fortgesetzt haben, wenn ich an die große Berliner Friedensdemonstration denke, sollten wir gemeinsam versuchen, vor Ort zu organisieren, um die Menschen wach zu machen für das, was sie im Fall der Fälle zu erwarten hätten. Ich glaube, ja, fast fehlen da die Worte, unsere grünen Politiker und gelben Politiker, die verstehen nicht ansatzweise, welche Folgen ein Krieg in Europa haben könnte. In diesem Sinne wünsche ich uns gemeinsam viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, nicht Dialog statt Waffen, sondern Waffen statt Dialog ist die Politik der deutschen Regierung. Dieser Kriegskurs erfordert natürlich Voraussetzungen und Bedingungen. Vor allen Dingen die Bevölkerung. Ein Großteil der Bevölkerung muss ihm folgen, zumindest keinen ernsthaften Widerstand leisten. Nun wissen wir, dass Teile der Bevölkerung Russland als den bösen Aggressor sieht und deshalb insbesondere Waffenlieferungen zustimmt. Allerdings muss man hier erwähnen, ich glaube, Frau LaRouche hat ja schon gesagt, im Osten sieht das etwas anders aus, dem ehemaligen Gebiet der DDR, wo die Forderung nach Verhandlungen, Frieden und Freundschaft mit Russland ausgeprägt ist. Und viele, besonders auch hier, wollen Deutschland nicht nur als eine Art Wurmfortsatz der USA sehen. Klappt's? Ja. Nein, nicht. Der zivile Widerstand gegen die Kriegspolitik wächst zwar, und ich denke, auch unsere Zusammenkunft geschieht in diesem Sinne. Aber das reicht noch nicht, um zur Souveränität, Vernunft und Umkehr zu zwingen. Wie ist es eigentlich gelungen, einen großen Teil der Menschen hier in Deutschland so kriegsreif zu machen? Ich denke, die Antwort ist einfach. Durch Gebrauch und Missbrauch aller staatlichen Gewalten, der Legislative, der Exekutive und der Jurisdiktion. Mit dem Ergebnis Massenmanipulation, Einschüchterung, Verdummung. Natürlich nichts Neues. In Dimension und Intensität aber meines Erachtens doch eine neue Qualität. Und dabei spielen die überwiegend abhängigen Medien, die sogenannte vierte Gewalt, eine entscheidende Rolle. Die Medien preisen den Kriegskurs und werben für ihn in der Öffentlichkeit. Sie predigen Feindschaft mit Russland im Stile faschistischer Vergangenheit. Durch Fälschung, Verschweigen, spektakuläre Berichte und Bilder und sie unterdrücken und bedrohen Andersdenkende. Das ist ein massiver Abbau demokratischer Rechte, vor allem der in Artikel 5 des Grundgesetzes Deutschlands formulierten Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Dabei gibt es eigentlich zu diesem Grundrecht über Jahrzehnte eine beeindruckende Bilanz von Entscheidungen in der Rechtsprechung, vor allen Dingen auch des Bundesverfassungsgerichts 1958. Ich zitiere: Die Meinungsfreiheit ist für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend, denn sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Sie ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Ich wiederhole, die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Zitat Ende. Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und auf diese grundlegende Entscheidung beziehen sich führende Juristen bis heute, wie zum Beispiel der Ex-Verfassungsgerichtshof
Verfassungsrichterpapier. In einer anderen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1970 wird betont, dass es kein Sonderrecht zur Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt, ausgenommen, Zitat, wenn es sich gegen öffentliche Zustimmung zum nationalsozialistischen Regime handelt, Zitat Ende. Aber die deutsche Wirklichkeit heute spricht eine ganz andere Sprache. Erinnert sei daran, und viele, auch der hier anwesend hat, das haben das sicher schon selbst erlebt, sei daran, dass Kulturschaffenden, Journalisten oder Wissenschaftlern Verträge gekündigt, Vorträge oder Auftritte verwehrt werden, weil sie nicht ausdrücklich gegen Russland sich positionieren oder aber der Inhalt ihrer Arbeit nicht deutscher Staatsräson entspricht. So wie es jüngst geschah, dass hier vor wenigen Tagen in der Berliner Brotfabrik ein Film von Alina Lipp über die Lage im Donbass nicht aufgeführt werden konnte. Und humanitäre Unterstützung für die Menschen im Donbass wird erschwert und verhindert, indem die Gemeinnützigkeit von Vereinen entzogen, Konten gekündigt, die Arbeit diffamiert und ja, bis dahin sogar kriminalisiert wird, wie es mit dem Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe geschieht. Friedensdemonstrationen werden Auflagen erteilt, die freie Meinungsäußerung verbieten. So jüngst am 24. und 25. Februar in Berlin war ein umfassender Katalog polizeilicher Verbote vom Zeigen sowjetischer Fahnen bis zum Absingen von Liedern. Ein langer Katalog, viele Seiten, aufgeführt, kommentiert, unter Androhung von Strafe erlassen wurde. Die ARD-Sendung Fakt hat die Erstunterzeichnerinnen des Manifest für den Frieden angeschrieben und sie keiner Abgrenzung gegen rechts bezichtigt. Keiner Abgrenzung. Erreicht und verschlimmert werden Druck und Zwang zu staatlich verordneten Verhaltensweisen durch Gesetzesverschärfungen. Wir haben es verfolgt, § 130 Strafgesetzbuch und Omnibusverfahren. Und Strafverfolgung wegen angeblicher Volksverhetzung und andere Delikte. Die Strafverfahren gegen Berliner Friedensaktivisten und Antifaschisten wie Heinrich Bücker und Bruno Malo oder gegen die Kölnerin Elena Kolprasnikova, weil sie an einem sowjetischen Mahnmal im Ukraine-Krieg für Russland Partei ergriffen hat, gehören inzwischen zum Alltag der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und mir erzählte zu Beginn der Veranstaltung der Uli Hoppe, dass eine private Reise zu Verwandten eines russischen Kindes nach Deutschland, Sommerferien, verwehrt wurde von der konsularischen Abteilung der deutschen Botschaft in Moskau, weil dies die Sicherheit Deutschlands gefährdet. Da findet man keine Worte. Also, liebe Freunde, gelingt es ausnahmsweise wirklich mal, staatliche Willkür durch eine Gerichtsentscheidung aufheben zu lassen, wie es dem Schweizer Historiker Daniele Ganzer gelang, und zwar eine Dortmunder Entscheidung durch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen aufheben zu lassen, stürzt sich sofort die Masse der Medien auf den Vorgang und verleumdet den Wissenschaftler. Übrigens soll am heutigen Tage in Dortmund diese Veranstaltung stattfinden, sofern nicht noch etwas dagegen getan wurde, was durchaus denkbar ist. Also Deutschland und andere öffentlich-rechtliche heizen rund um die Uhr, so der Deutschlandfunk zum Beispiel, rund um die Uhr diese Atmosphäre von Hass, Hetz und Denunziation an. Kritische Kanäle im Internet werden gesperrt. Dann muss man sich nicht wundern, wenn ein Großteil der Bevölkerung mundtot gemacht wird, beziehungsweise verdummt wird. Aber das ist ja auch ein Grundsatz, gerade der Rechtsprechung und vor allen Dingen des Artikel 5. Ohne Informationsfreiheit keine Meinungsfreiheit, keine Debattenkultur, in der sich Bürgerinnen und Bürger durch Information, Wissen, Streitgespräche und Abwägen eine Meinung überhaupt bilden können. Wie forderte
1958 das Bundesverfassungsgericht. Nicht mehr Verbote, sondern Einmischung, Teilnahme an Diskussionen und Diskurs. Was heute nicht nur nicht geschieht, sondern was überhaupt nicht erlaubt, was verboten ist, gerade das Gegenteil. Also die Wahrheit heute ist, wer eine abweichende Meinung äußert oder sich bei Ausübung bestimmter Funktionen und Tätigkeiten nicht dem staatlichen Meinungszwang unterwirft, muss mit Konsequenzen bis zu juristischen, ja auch strafrechtlichen, rechnen. Und angesichts dieser gefährlichen Entwicklung fordert eine Initiative, wir sind 8 Bürger, nicht im Namen, nicht im Auftrag von Parteien, Organisationen, unabhängig also, Meinungsfreiheit verteidigen. Sie finden das auch in der Broschüre hier drin, die Sie bekommen haben, die inzwischen von 40 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt wird. Unser Appell ist, verehrte Freunde, Friedensfreundinnen und Freunde, nutzt bitte alle Möglichkeiten zur Verbreitung dieses demokratischen Anliegens, das ja unser aller Anliegen ist. Denn ich denke, nur ein aufgeklärter Bürger kann sachkundig entscheiden, was einem Frieden, einem gerechten Frieden dient. Und natürlich auch nur ein aufgeklärter Bürger und ein aufgeklärtes Volk kann die Politik, diese Kriegspolitik, zur Umkehr zwingen. Dankeschön.